Yannick von Wise Fitness hier und heute geht es um das Thema planlos geht der Plan los. So gehen auch viele von euch ins Fitnessstudio, oder nicht? Wenn ihr mal ehrlich seid, oder habt ihr wirklich einen Trainingsplan? Also einen echten Plan und ihr macht auch nur den Plan. Der kann auch verschiedene Tage haben. Aber haltet ihr euch daran? Oder habt ihr nicht heute doch nochmal Lust auf die Übung? Oder habt ihr gar keinen Plan und denkt so, yeah, heute Booty. Morgen Legs and Booty. Übermorgen nur Legs. Nein, also ganz ehrlich mal, so ist es doch am Ende des Tages. Wenn man mal ehrlich ist. Planlos geht ja planlos. Darauf habe ich Lust, dann mache ich das. Oh, gestern Beine habe ich nicht geschafft. Kenne auch viele Männer, mache ich heute wieder Brust. Hatte ich vorher. Ah, macht nichts, mach ich nochmal. Ein bisschen Restmuskel, aber geht schon, ne? So. Nein, nein. Ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht selber auch so gemacht habe. Aber seitdem ich einfach weiß, ja, ich musste auch erstmal meine eigenen Erfahrungen in den letzten 14 Jahren im Fitnessstudio sammeln. Seitdem ich weiß, was es einfach macht, was es einfach, wie viel effektiver es einfach ist, was es für Resultate bringt, einen Trainingsplan zu haben. Und der kann auch Spaß machen, ja, noch viel mehr sogar, als planlos geht er planlos. Weil du Erfolge hast, weil du das optisch an dir siehst, weil du siehst, dass du stärker wirst, dass du ausdauernder wirst, dass du fitter wirst, dass du den Alltag besser bewältigen kannst, dass du besser aus dem Bett kommst, dass du mehr Energie hast. Das geht alles. Und dann auch noch in kürzester Zeit geile optische Resultate, sichtbare, spürbare Resultate. Das geht, aber nur mit einem vernünftigen Konzept. Und in der Regel ist es nicht erstellt mit einem Trainingsplan, den man sich irgendwie mal so selbst aus den Fingern gesogen hat, den man vielleicht irgendwo gesehen hat oder irgendjemand einem, weil er entweder der Breiteste, wenn wir unter den Männern sind, ja, der Breiteste im Studio ist und dem man Tipp gegeben hat oder die mit dem schicksten Booty im Studio ist und dir die tollste Booty-Übung empfohlen hat. Ja, meistens ist es damit nicht getan. Es ist viel umfassender als das. Dieser Plan muss dich motivieren, er muss dich kontinuierlich ins Fitnessstudio oder auch auf die Matte zu Hause oder nach draußen ziehen zum Sport. Er muss Spaß machen, er muss am Ende des Tages dich auspowern, aber nicht so sehr, dass du den restlichen Tag nur noch auf der Couch verbringen möchtest oder dass du gleich wieder zurück ins Bett möchtest. Es gibt so viele Faktoren und das wirklich für sich so abzustimmen, wie es sinnvoll ist. Und jetzt reden wir mal nicht vom Optimalfall, ja? Da reden wir natürlich über ein Coaching, weil am Ende des Tages kann das nur jemand von außen für dich anfertigen, der sich damit tagtäglich beschäftigt. Reden wir mal von dir, dass du auch einen Plan machst. Trackst du denn deine Fortschritte? Weißt du jedes Training, ob du mehr geleistet hast als beim letzten Mal oder ist es so ein bisschen das Gefühl, dass es besser war? Wahrscheinlich ist es eher das Gefühl, oder? Weil du schreibst das ja gar nicht auf. Du notierst das gar nicht. Nicht in der App, nicht irgendwo in einem Buch. Du hast so eine Ahnung, was habe ich letztes Mal gemacht? Da hast du gerade die besetzte Übung, nehme ich doch die. Nein, auf gar keinen Fall, ja. Das ist Zeitverschwendung im Studio oder auch zu Hause, wenn du einfach nur Workout von Pam, 10 Minuten Apps in Ibiza machst und morgen in Marseille und ich weiß es nicht, ja. Das ist doch nichts, das ist Alibi. Das ist suboptimal, da wirst du niemals die Resultate erzielen, die du dir wünschst. Da wirst du niemals das Fett, das Überschüssige los, den Bauch los, die schön schlanke Oberschenkel, einen schicken, runden, ja, was sagt man, Pfirsich-Booty, ja, schöne Oberarme, straffe Winkelarme kriegen. Das ist alles Zufall, wenn du mal ehrlich bist. Mehr ist das nicht, ja, wenn das klappt oder auch ein bisschen funktioniert, dann ist es Zufall, mehr nicht, ja. Oder irgendwie, du musst halt so viele Jahre aneinander reihen und die eiserne Disziplin an den Tag legen, wirklich immer wieder hinzugehen, obwohl die Erfolge wirklich zu wünschen übrig lassen. Und dann irgendwann vielleicht mit ganz viel Glück klappt's. Zu einem gewissen Prozentsatz. Oder, und das ist das viel Sinnigere, du gehst einfach kurz auf www.wisefitness.de. Trägst dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch ein, lässt uns deine Situation analysieren, bekommst alle offenen Fragen zum Thema Coaching, Betreuung, Training, Ernährung, ähnliches
beantwortet und einen klaren Fahrplan in die Hand für die nächsten Wochen und Monate, um dein Ziel zu erreichen, es danach auch zu halten, vielleicht das Folgeziel sogar schon zu definieren. Und holst mal wirklich das Maximum aus dir raus, in der maximal oder mit der maximal effektiven Zeitnutzung. Du investierst also lieber Geld und erkaufst dir damit jede Menge Fehler, Demotivation und Frustration, die ausbleiben. Einfach nur, weil du über deinen Schatten springst, weil du dein Ego ablegst und sagst, ich source das aus, ich übergebe dieses Thema jetzt endlich mal in professionelle Hände und erreiche damit in der kürzesten Zeit das Maximale, was in meiner Situation auch alltäglich umsetzbar ist, ohne mich einzuschränken, ohne zu verzichten, mit Spaß und mit Kontinuität. Falls das für dich interessant ist, aber auch bei www.weisfitness.de, da haben wir schon bei deinem Hörer oder ein charmanter anderer Coach von uns, der sich das gerne anhört, wie es bei dir ist, dir gerne einen Einblick gibt in das, was wir mit dir erreichen können, wollen und was wir leisten. Das war's für heute. Wir freuen uns auf dich. Dein Janik. Ciao, ciao.